Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Update-Video von Farm Together 2. Ja, ich mag dich auch, kleine Ente. Aber ich muss mal eben etwas erzählen. Und zwar haben wir drei Neuigkeiten, die ein bisschen hinterrücks sich eingeschlichen haben, wo ich auch nichts zu gelesen hatte. Und ich mir nicht sicher bin, bei welchen Update die jetzt gekommen sind. Weil ich habe nämlich heute nochmal ein Update machen müssen. Aber es wurde nichts angezeigt bei mir. Es ist manchmal ein bisschen seltsam bei Steam. Falls ihr das auch hattet, habt ihr vielleicht auch heute etwas freigeschaltet. Und zwar seht ihr ja schon diese wundervollen kleinen, ja, süßen Tiere hier neben mir. Und damit können wir jetzt neuerdings etwas machen. Nämlich, wenn wir ins Menü gehen und oben auf Gelände gehen, dann können wir uns beispielsweise Rasen aussuchen und dann können wir den hier platzieren und, obwohl es nur ein Spatenstich ist, wie ihr seht, wir haben jetzt überall Rasen, was natürlich bei den Enten, finde ich persönlich, doch viel besser aussieht. Bei den Schweinen könnte ich mir das noch ganz gut vorstellen mit dem Sud, obwohl die ja eigentlich auch meines Wissens nach, naja, so teils, teils leben. In den Zoos, wenn man Schweine sieht, dann leben die auch meistens in so einem schlammigen Untergrund. Aber wenn man die so auf dem Bauernhof sieht, dann sind die eigentlich eher auf Rasen zu finden. Deswegen, ich finde es auf jeden Fall eine mega, mega gute Erneuerung, dass wir das machen können. Ich habe allerdings auch noch eine andere Neuerung dabei, beziehungsweise noch zwei andere Neuerungen und noch eine Sache, die ich euch kurz mitteilen möchte. Und zwar hatte ich ja schon erwähnt, dass hier bei dem Häusersymbol manchmal, wenn man eine relevante, questrelevante Sache hat, die abgeschlossen ist oder nochmal weitergeführt werden muss, wie diese drei Phasen zum Beispiel vom Bild, dass da ein kleines Zeichen drunter ist. Ich vermute, dass ich das hier nie gesehen habe, weil das hier so nah aneinander ist. Aber ich habe es jetzt auf einer kleinen Farm erlebt, dass tatsächlich so ein kleine, ja, so eine Kiste war es, glaube ich, so ein kleines Symbol unten drin ist. Ich habe es ja schon mal beim vorherigen Update-Video erwähnt, dass ich es nur leider nicht sehe. Also das kann ich jetzt auch offiziell bestätigen. Das funktioniert jetzt auch einwandfrei. Zudem haben wir noch eine andere Sache und zwar, wenn wir ins Menü reingehen, natürlich bin ich jetzt völlig falsch, und auf Dekorationen, dann haben wir ja diese Heckenskulpturen. Ja, die ist auch weiterhin da und da hat sich leider nichts getan an den Farben, aber wenn wir die jetzt zum Beispiel mal hier hinstellen und uns ein Tier aussuchen, dann sehen wir, dass die Ente hinzugekommen ist. Das habe ich auch nirgendwo lesen können. Es ist auch einem meiner Zuschauer aufgefallen, muss ich dazu sagen. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal. Und ja, eine Sache habe ich dennoch trotzdem noch für euch zusätzlich. Und zwar, wenn ihr hier vorne im Hauptmenü drin seid und auf Betrete Farm klickt, da ist es jetzt nicht mehr so. Das ist allerdings auch schon seit dem letzten Update, glaube ich, gewesen. Ich hatte es nur vergessen zu sagen. Da ist es nicht mehr so, dass wenn ihr Y klickt, dass ihr dann nur noch eure Freunde in der Liste seht. Das fand ich immer sehr, sehr schön gemacht. Ist leider, leider nicht mehr so. Aber es gibt noch einen kleinen Trick dabei. Also wenn man jetzt Y drückt, wie man sieht, dann kann man hier einen Einladungscode eingeben. Das ist übrigens jetzt auch mal das, was ich euch gerne immer zeigen wollte mit dem Einladungscode, was ich selber vorher auch noch nicht gewusst habe, wie man den überhaupt benutzt. Da steht jetzt, gib den Einladungscode der Farm ein, der du beitreten möchtest. Ja, und dann könnt ihr diesen fünfstelligen Code, den man dann rausgeben kann, also als Farmbesitzer, könnt ihr dann einfach hier eingeben, Enter drücken und schon werdet ihr dann entsprechend verbunden. Das wollen wir jetzt allerdings nicht machen. Hier unten steht jetzt noch einmal Steuerung für Filter alle. Das kann man jetzt umstellen, aber über die Steuerungstaste diesmal, nicht mehr über Y. Da hat man dann nur noch die Freunde drin oder man kann auch nochmal drauf drücken, dann hat man die Favoriten drin. Was jetzt gerade seltsam ist, weil zwei meiner Favoriten eigentlich jetzt online sind. Die sollten jetzt normalerweise hier angezeigt werden, werden sie jetzt nicht. Aber theoretisch ist es jetzt möglich, hier die Favoriten anzeigen zu lassen. Und wenn wir jetzt wieder alle Farben anzeigen lassen und ich klicke jetzt mal auf eine, die ich jetzt nicht kenne, da geht ihr da mit dem Mauszeiger raus, da könnt ihr dann die rechte Maustaste drücken und dann habt ihr sofort das Herz reingesetzt, um diese Farm als Favorit zu markieren.
Das könnt ihr dann theoretisch machen, indem ihr hier komplett durch diese Liste durchgeht und dann die Leute, die ihr kennt, als Favoriten markiert. Oder was eigentlich, finde ich persönlich, einfacher ist, wenn ihr sowieso schon auf der Farm drauf seid, drückt ihr einmal Escape und dann seht ihr ja rechts diese Liste. Da macht ihr einen Rechtsklick auf den Namen der Person und als Favorit markieren und dann habt ihr die Farm genauso drin. Ja, ich hoffe, dass euch das Video weitergeholfen hat. Vielleicht habt ihr die eine oder andere Sache selber noch nicht bemerkt. Vor allen Dingen diese wunderschöne Statue hier, Statue in Anführungszeichen, im Hintergrund, hatte ich jetzt zum Beispiel selber auch noch nicht gesehen, weil man baut die ja nicht ganz so oft. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, beziehungsweise euch helfen konnte, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Bis dann, ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.